Und ich habe das genau gesehen. Jetzt hat man wieder den Hinweis auf die erfolgreichste Serie von Sat.1 überhaupt nicht gebracht. Obwohl wir schon bei Folge 28 sind, meine Damen und Herren. Bitte hier. Demnächst in Sat.1. Die dicken Kinder von Landau. Folge 28. Mama, das Rätsel geht nicht. Danke. Mein Name ist Dennis Dörsch und Sie kennen vielleicht meinen berühmten Kollegen Dennis Dörsch aus dem dritten Programm des NDR. Er hat den Polunder und ich habe die Ärmel, meine Damen und Herren. Danke. Viele haben vielleicht bei den dicken Kindern von Landau während unserer Osterpause ein bisschen den Anschluss verpasst, deshalb eine kurze Zusammenfassung, was zuletzt geschah. Guidos dummer Sportunfall blieb nicht ohne Folgen. Nach den einwöchigen Bergungsarbeiten hat man Guido ins Landauer Kreiskrankenhaus Mutter Maria zum enorm dicken Kind eingewiesen. Jetzt liegt der junge Mutterseelen allein in einem 12-Bettzimmer und fühlt sich gedemütigt. Nicht nur, dass man alle 12 Betten zusammenschieben musste, damit Guido Platz findet. Nein, die übrigen Patienten treiben auch so manchen Schatten mit dem heillosen Kind. Immer wieder kommen sie aus den anliegenden Zimmern zu Guido gerannt, wackeln an seiner Plauze, gucken zu, wie es wappelt, verstecken Essensreste in den Bauchfalten und rennen lachend raus. Guidos Guidos einziger Trost ist die einfühlsame Stationsschwester Hildegard. Gerade kommt sie wieder herein, um dem Jungen aufzumuntern. Na, Guido, wie geht's dir heute, du kranke Fettsau? Da passiert etwas Unglaubliches. Bis zum nächsten Mal.